Bioethik ist der Ansatz, sich zu verhalten zu dem, was technisch, medizinisch, in allen Bereichen dessen, was Naturwissenschaften hergeben, möglich ist. Es ist der Versuch zu gucken, was ist möglich und was können Philosophien und Theologien und Wissenschaftler dazu beitragen, dieses Mögliche so zu gestalten, dass die Würde des Menschen dabei berücksichtigt ist und hochgehalten wird. In der Bioethik geht es darum, die Einsichten und Verfahren der Lebenswissenschaften und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Technik und in der Medizin erörtern und auf das Zusammenleben in der Gesellschaft hin zu befragen. Ich finde es ganz gut, was Herr Döring sagte, eine Ethik, die sich mit den Lebenswissenschaften beschäftigen sollte, mit den Lebenswissenschaften und nicht nur mit dem Leben im engeren Sinne. Bioethik ist erstmal vom Begriff her ganz simpel Ethik, die sich auf das Leben bezieht. Und da die ethischen Fragen, was wir eigentlich von den neuen technischen Möglichkeiten wirklich auch wollen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Because of the many ethical questions which raised by the new development and advances in biomedical sciences, to be able to address those dilemmas, ethical dilemmas and questions, bioethics helps us to understand the reality on the ground as well as the theories and principles which we can learn from bioethics. And the applications of those principles and theories would help us to address ethical issues which we face every day. Bioethik bedeutet wörtlich die Ethik vom Leben, aber eigentlich geht es in aller Regel um die Ethik in Fragen der Lebenswissenschaften. Und das heißt, die naturwissenschaftliche Beschäftigung mit medizinisch und gesundheitlich relevanten Technologien, die dann aus ethischer Sicht dann im Hinblick auf die Zulässigkeit, auf die moralische oder rechtliche Zulässigkeit befragt wird. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und geschaut habe, wie ambivalent Fortschritt eigentlich zu definieren ist, habe ich mich auch mit dem Konzept des Transhumanismus beschäftigt, wo es darum geht, Menschliches und Technisches in einem Organismus so zu verschmelzen, dass eine Optimierung stattfindet. Da merkt man sozusagen, dass das, was technischen Fortschritt ausmacht, als Blaupause genommen wird, um zu definieren, was menschlicher Fortschritt ist. Und das ist etwas, was in Frage gestellt werden muss. Und das ist etwas, wo ich denke, Theologie einen sehr wichtigen Beitrag liefern kann, indem nochmal ganz genau geschaut wird, was für ein Menschenbild steht jeweils hinter einer Diskussion dahinter. Aus was speist dieses Menschenbild und was für Ableitungen können wir daraus ziehen? Naja, also wenn man sieht, wie zuletzt die Debatte um die Regelung des assistierten Suizids, also der Sterbehilfe, in Deutschland die Öffentlichkeit bewegt hat, von der Tageszeitung bis ins Parlament, bis in die weite Öffentlichkeit hinein, kann man sehen, wie enorm einflussreich diese Fragen sind. Das hat einfach damit zu tun, wie die Lebenswissenschaften und ihre Anwendungsmöglichkeiten in Technik und Medizin vieles von scheinbar Selbstverständlichem, Eingelebten aufzulösen scheinen. Ich möchte vor allen Dingen diese Frage beantworten mit praktischen und Forschungserfahrungen, die wir bei uns in der Arbeitsgruppe Pflegewissenschaft machen. Wir befassen uns mit Menschen, die an einer lebensbedrohlichen Erkrankung erkrankt sind oder auch Menschen, die so schwer erkrankt sind, dass das Ende ihres Lebens absehbar ist. Und in diesen Phasen des Lebens entstehen bioethisch bedeutsame Fragen. Fragen, wie will ich mein Leben gestalten? Wie will ich mein Lebensende gestalten? Welche Bedeutung haben die Angehörigen bei dieser Gestaltung des Lebensendes? I think based on my background as a palliative care physician, I would emphasize on the decision making at the end of life. And the number of ethical questions which we deal with patients at their end of lives, I think that would be a very good example to show how ethical discussions and solutions would help us as physicians
to provide a better care for our patients at the end of life. Bioethik betrifft ja das Leben. Insofern ist es eigentlich immer, wenn jemand oder etwas in unseren Körper, und zwar im weitesten Sinne, wir Philosophen sprechen gerne vom Leib, eingreift, dann haben wir immer eine ethische Fragestellung. Ich denke, dass Deutschland als ein sehr hochtechnologisiertes Land, ein Land ist, was sehr viele Möglichkeiten bereitstellt, wo die Diskussion über Bioethik kein Luxusproblem ist, sondern wo es sich viele aufgrund des hohen Standards der medizinischen Versorgung auch die eine oder andere Behandlung leisten können. Insofern hat das Thema Bioethik für den deutschen Kontext eine sehr große Relevanz. Ich glaube, dass die Bioethik im Moment ein der Bereich ist, in dem sich viele Fragen der wissenschaftlich-technischen Zivilisationen und unsere Zustimmung und unsere Kritik daran konzentrieren. Und insofern ist es sozusagen ein Mini-Diskurs über den großen Diskurs, wie wollen wir leben? Bioethik hat eine große Bedeutung in Deutschland. Es wurde, glaube ich, auch gestern gesagt, dass im Grunde genommen noch kein wirklich sehr ausdifferenzierter Diskurs in der Bioethik in Deutschland stattfindet. Meine Wahrnehmung ist allerdings die, ich bin mit sehr vielen Medizinethikern beispielsweise zusammen, dass dieser bioethische Diskurs an Fahrt zunimmt. Wir führen ja immer wieder sehr heftige Diskussionen im Rahmen dieser bioethischen und neuen technischen Entwicklungen. Und sie führen ja dann auch immer dazu, dass sich die Gesellschaft neu darüber verständigt, was in ihr möglich sein soll und was nicht. Sie hat eine sehr unklare Bedeutung, weil sie immer noch nicht sich sozusagen zur Medizinethik und zur Forschungsethik völlig klar positioniert. Und dann gibt es auch noch die Technikfolgenabschätzung. Also diese drei Bereiche stellen ganz ähnliche Fragen aus unterschiedlicher Perspektive. Die Bioethik selbst ist nicht wirklich institutionalisiert in Deutschland. Man kann nirgends Bioethik studieren und Bioethik hat eben eher so den Geschmack von Amerika und England. Also Bioethik ist eigentlich etwas Importiertes. Grundständig reden wir eben von Sozialethik, von verschiedenen Bereichsethiken und von Medizinethik, aber nicht so sehr von Bioethik. Da ich selber dem Seminar für Islamische Theologie in Paderborn angehörig bin und dort Mitarbeiter bin, kann ich eher dafür sprechen und sagen, dass die Expertise, die wir vor Ort haben, eine theologische ist und eine rechtliche, neben vielen anderen Expertisen, die auch da sind, aber die für dieses Thema möglicherweise von besonderer Relevanz sind. Und da geht es darum, Ethik und Recht in einen guten Dialog zu bringen, den Impuls von Al-Razali aufzunehmen. Und die Theologie kann sozusagen aus dem Hintergrund einspeisen, was für Konzepte von Mensch stehen dahinter, was für Fortschrittskonzepte haben wir. Ist sozusagen das Fortschrittskonzept, was wir aus der Technik haben, das einzig Mögliche? Ist es das, was wir integrieren müssen in unser geisteswissenschaftliches Konzept von Fortschritt, was möglicherweise ein anderes ist? Wie kann das in eine Diskussion gebracht werden, die letztendlich zum Guten führt? Ja, also das ist jetzt ein weiter Bereich. Und erstmal muss ich sagen, ich finde es ganz vorzüglich, dass es solche Institute für islamische Theologie in Deutschland nun gibt. Ich habe eben davon gesprochen, welche Bedeutung es hat, dass Religionen in diesen Prozess, in Bildungsprozesse, in deliberative Prozesse eingezogen werden. Weil ich glaube, dass das für das Selbstverständnis dieser Religionen eine enorme Bedeutung hat, in dieser Weise auch reflexiv sich zu sich selbst zu verhalten. Und deswegen halte ich es für ganz, ganz hervorragend, dass es nur noch Institute für islamische Theologie in Deutschland gibt. Und entsprechend, nachdem ich vorhin gesagt habe, wie wichtig ich diese bioethischen Diskurse für unsere gesellschaftliche Verständigung halte, ist es von enormer Bedeutung, dass auch eine gebildete islamische Theologie in diesen Diskursen mitspricht, halte ich für ganz entscheidend wichtig für das weitere Fortkommen in diesen Debatten. Ja, ich bin überzeugt, dass aus der ganz spezifischen Perspektive der islamischen Theologie und wie sie sich hier entfalten wird in Osnabrück, auch zusammen beispielsweise mit anderen Instituten für islamische Theologie, Münster, dass sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten werden. Es ist Ihre Perspektive, die in der Diskussion dringend erforderlich ist. Ja, also zum Beispiel eine solche Tagung auszurichten, finde ich einen ganz wichtigen Beitrag.
das hat auch eine Wirkung in die Gesellschaft hinein, hat eine Signalwirkung, ganz unabhängig davon, dass es eben auch intern eine Wirkung hat. Das heißt, dass man miteinander ins Gespräch kommt und die Position des anderen wahrnimmt und unter Umständen dann auch tatsächlich weiter entwickelt oder aufeinander zugehen kann. Machen Sie weiter, also bleiben Sie offen, lesen Sie, denken Sie, lassen Sie sich keine Wahrheiten verkaufen, die Bioethik ist noch nicht entwickelt. Jeder muss dazu einen Beitrag leisten und wenn Sie die interdisziplinäre Breite und Tiefe dabei im Auge behalten und den Prozess weiterbringen, dann wünsche ich Ihnen nur, dass Sie auch noch Geld genug dafür einwerben, um das dann auch umsetzen zu können. Gute Forschung und natürlich auch eine gute Lehre und Außenwirkung. Da ich leider nur aus terminlichen Gründen nur am letzten Tag teilnehmen könnte, kann ich nur zu diesem Tag sprechen. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Expertise, die sich hier zusammengesammelt hat. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie engagiert und mit was für präzisen Fragen die Studenten kommen. Und auch daran merkt man, dass Bioethik kein abgehobener Diskurs ist für fachspezifische Gremien, sondern es etwas ist, wo Menschen merken, das betrifft mich oder kann mich in meinem persönlichen Leben betreffen. Und insofern ist diese Tagung von sehr großer Relevanz. Es ist schon eine wunderschöne Interdisziplinarität hier vorhanden. Und was ich sagen muss, ich finde, es ist eine außerordentlich angenehme Atmosphäre des gut Vertrautseins. Und es gefällt mir außerordentlich gut. I think multiculturalism in many societies now is a dominant phenomenon. And for physicians, healthcare professionals, who work in multicultural societies, it is really important to understand and to respect other cultures. And a conference like this one, it provides a platform. Ich bin sehr froh über diese Tagung und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt im Rahmen dieser Tagung die Möglichkeit haben, über diese bioethischen Fragen über alle Fächergrenzen hinweg zu diskutieren und insofern habe ich einen sehr guten Eindruck und bin sehr positiv gestimmt angesichts dieser Tage. Es ist sehr effizient, sehr freundlich. Das Konzept gefällt mir sehr gut, weil es sehr interdisziplinär ist. Ich spreche auch in eigener Sache, weil ich als Philosoph und Sinologe hier eigentlich gar nicht zu suchen hätte nach klassischer Herangehensweise. Habe ein gutes Gefühl von der Atmosphäre und hoffe, dass das auch am Ende sich für alle so darstellt. Ich fühle mich ganz wohl hier.